Leute, was läuft? Heute gibt es Squid Game in FIFA 22. Wer den Elfmeter verschießt, ist direkt raus. Am Ende gibt es nur einen einzigen Gewinner und wir starten direkt rein ins Elfmeterschießen. Ich mache nix und Eusebio verschießt den ersten Elfmeter, das heißt, er ist raus. Puskás mit dem nächsten Elfmeter, der macht ihn rein. Er kommt eine Runde weiter. Wir werden verschiedene Minigames hier heute haben. Eto'o mit dem nächsten Elfmeter, der auch verschießt. Eto'o ist schon mal raus, kann dieses Spiel nicht mehr gewinnen. Maradona. Gleich haben wir auch noch die normalen Spieler am Start. Maradona schießt, also Lewandowski, Ronaldo, Messi. Jetzt aber erstmal die Legenden, auch unter anderem Ronaldinho, der ihn reinmacht. Oh mein Gott, Leute, neues Konzept. Lasst auf jeden Fall Support da. Pelé macht ihn rein. Gerne abonnieren, auch den Kanal, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Daumen hoch, falls ihr mehr von diesen Battle Royale Videos sehen wollt, wo am Ende einer gewinnt. Das wird jetzt nur eine neue Serie, wenn das gut bei euch ankommt. Cruyff macht den nächsten Elfmeter ganz frech und er verschießt. Ist damit raus und wir machen direkt weiter. Jetzt auch mit den noch aktiven Spielern. Neymar fängt hier an. Wer dagegen? Schalke. Neymar mit dem ersten Elfmeter, der lässt sich Zeit, macht ihn aber rein. Wir haben bis jetzt drei Spieler, die schon raus sind. Lukaku ist der nächste, der schießt. Und er schießt ihn rein und was für ein Elfmeter. Es lohnt sich heute dran zu bleiben. Lewandowski mit dem nächsten Elfmeter. Der macht ihn ganz frech an die Latte. Lewandowski ist raus. Und jetzt Ronaldo. Der macht ihn auch nicht rein. Der schießt rüber. Okay, Mbappé, der nächste, der auch verschießt. Das gibt es doch nicht. Alle verschießen hier gerade gefühlt. Salah ist der nächste, der auch verschießt. Alle verschießen gerade. Haaland macht ihn rein. Haaland trifft mal wieder. Sau viele sind jetzt hier quasi schon. Ja, einfach zu Ende für dieses Video. Benzema auch. Benzema auch. Und jetzt hat Messi die Chance, für Werder Bremen hier zu treffen und auch weiterzukommen. Wie viele Leute sind hier gerade bitte rausgeflogen? Messi mit dem Elfmeter und er verschießt auch. Messi und Ronaldo direkt raus. Der entscheidende Elfmeter. Wird Mané treffen? Wird Mané treffen? Wird er weiterkommen? Er kommt weiter, der Pfosten. So, Finale beim Elfmeterschießen. Wir haben Zidane, Garrincha und R9 noch am Start, die noch die Chance haben, hier weiterkommen. Zidane, ich hoffe, ich habe da nichts falsch gemacht. Zidane verschießt ihn aber. Ich glaube aber, das sind die richtigen Spieler. Ich hoffe es. R9 jetzt. Der verschießt auch. Alle verschießen einfach. Ganz egal, gegen welchen Torwart. Garrincha vielleicht nochmal mit der Chance, hier weiterzukommen. Garrincha kommt weiter als letzter Spieler beim Elfmeterschießen und wir gehen zu Spiel Nummer 2. Ihr seht hier, 9 Spieler sind übrig geblieben. Wir werden jeden Spieler, der jetzt hier bei einem zufälligen Club hier unterbringt, beziehungsweise Maradona hier beim ersten Club und Pelé kommt dann immer zum nächsten. Und der Spieler, der die wenigsten Scorer hat, der fliegt raus. Wir sind aktuell im September. Es zählt natürlich erst am Ende der Saison. Gleich kommen wir auch noch zum Ballon d'Or, aber wir sehen Haaland, Lukaku, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Es wird auch nur ein einziger Spieler jetzt hier quasi freigegeben. Danach Ronaldinho 3 Tore, also ist zumindest noch drinne. Aber es zählen natürlich auch die Vorlagen, wo Neymar hier am Start ist. Ballon d'Or Sieger können wir aber nicht machen, weil zum Beispiel auch Lewandowski, Messi und Ronaldo nicht mehr dabei sind und auch weil die erste Saison quasi nicht richtig zählt. Aber wir gucken mal, wer ist denn so in der Mitte der Saison ganz, ganz safe? Der Puskás. Ich hoffe, ich habe keine Spieler, die doch irgendwie den Elfmeter verschossen haben hier drinne. Wir sind jetzt hier vor dem letzten Spieltag. Wir gucken in die Statistiken rein. Welcher Spieler ist schon mal sicher? Wer wird jetzt hier nicht rausgekickt? Da können wir in die Top-Torjäger-Liste gucken. Da sehen wir Ronaldinho, Puskás. Die sind ganz, ganz sicher. Pelé auch. Aber wer wird gleich hier rausgekickt? Ich musste erstmal ganz lange suchen, bis ich ihn hier gefunden habe. Aber Diego Maradona insgesamt nur mit 4 Scorern bei Mappen. Ich weiß aber nicht, ob jemand noch weniger hat. Ich habe noch nicht alle durchgeguckt. Aber 4 ist schon mal extrem wenig. Natürlich ZOM, kleiner Nachteil. Aber 4 Scorer, da geht mehr. Erling Haaland hier bei Waldhof Mannheim macht mehr Scorer. Damit ist er sicher. Garrincha auch sicher. Sadio Mané sicher. Ronaldinho, ich weiß nicht, ob Maradona hier noch unterboten wird. Neymar auch sicher mit dabei in der nächsten Runde, wo wir natürlich auch wieder ein neues Spiel haben. Auch Pelé sicher mit dabei. Und ich sehe keinen mehr, der irgendwie schlechter ist und der auch irgendwie noch in Reichweite ist oder so. Ich weiß nicht, Maradona, vielleicht hat er sich verletzt. 4 Scorer in der dritten Liga, das ist schon extrem schwach. Mit einer 95er Gesamtstärke ist er jetzt raus und wir gehen in das nächste Spiel rein. Das nächste Spiel werdet ihr gleich erst in der Karriere verstehen. Erstmal werden wir aber Pelé hier zu einem random Club packen und dann, oh, das ist sogar der schlechteste indische Club, zu dem er hier gegangen ist. Bisschen Pech für ihn, aber das hat noch nichts zu bedeuten. Das seht ihr aber gleich, jetzt werden die anderen Spieler erstmal transferiert. Ich hoffe so ein bisschen darauf, auch weil er ZOM hier spielt und mein Lieblingsspieler ist Ronaldinho, dass der das Ding heute gewinnt. Aber ihr schreibt jetzt mal rein,
was ihr denkt von den letzten 8 Spielern, die ihr hier gleich noch sehen werdet, wer das Ding am Ende entscheiden wird. Ihr seht hier nochmal in der Übersicht die letzten 8 Spieler, mit denen wird jetzt nochmal was passieren. Wir haben jetzt jeden Spieler auf eine 81 gemacht, außer Garrincha und Sadio Mané, aber die haben die gleichen Werte wie alle anderen. Also ich würde sagen, gleiche Chance, das bekomme ich auch nicht anders hin, ich will denen ja auch nicht passen oder sowas in die Richtung abziehen. Aber ja, ihr seht die Gesamtstärken und jetzt zählt, wer das beste Rating dazu bekommt. Also zum Beispiel Lukaku ist am Ende der Saison auf einer 84 und Puskas zum Beispiel nur auf einer 82. Dann würde Lukaku weiterkommen. Die letzten 4 werden dann natürlich rausfliegen. Falls es dann quasi unentschieden steht, dann entscheidet die Position der Mannschaft in der Liga oder die Scorer. Also erstmal die Scorer und dann die Mannschaft. Also die Tabellensituation der Mannschaft. Wird auf jeden Fall richtig spannend. Mal gucken, alle haben 99 Potenzial, alle sind 19 Jahre alt. Wir sind bei einer neutralen Mannschaft und gucken uns an, wer zuerst hier steigt. Wir sehen erstmal die schlechtesten Spieler. Garrincha ist plus 1 gegangen. Müssen wir natürlich berücksichtigen. Die sind alle plus 1 auch gegangen. Puskas, Ronaldinho und Pelé. Das heißt, die sind so ein bisschen auf der Kippe momentan. Neymar, Lukaku und Haaland plus 3 gegangen. Und Mané plus 2 gegangen. Also der steht so ein bisschen im Mittelfeld. Aber Ronaldinho, Pelé und Garrincha, da gucken wir direkt mal auf die Statistiken. Wir sehen hier Pelé und Haaland bei den Top-Torjägern, aber die Legenden und die richtig guten Spieler übernehmen die Liga noch nicht so komplett. Wir haben auch nicht so viele Spieler, aber das macht das Ganze natürlich nur interessanter. Wir gucken mal rein. Wir gucken mal vor das letzte Spiel. Da sehen wir immer noch keine Veränderung bei der Top-Torjäger-Liste. Haaland hat sich ein bisschen nach oben gearbeitet und Pelé ist da. Wir gucken mal rein, wer noch da ist. Ronaldinho sehen wir hier, Lukaku sehen wir direkt hier. Wird eine spannende Sache. Wir gucken mal, wer sich vielleicht noch geupgradet hat. Wir werden natürlich dann noch bis zum Ende der Saison gehen, nicht hier bis zum letzten Spiel. Wir gucken, Garrincha immer nur noch plus 1, obwohl der quasi schlechter gestartet ist von der Gesamtstärke her. Konnte das auf jeden Fall nicht ausnutzen. Wir sehen, Neymar ist plus 2 gegangen, aber das war ja auch schon davor. Wir gucken an den letzten Spieltag, da gucken wir uns mal an, wer hier von den Statistiken oben ist. Also in der Top-Torjägerliste hat sich nichts getan, aber jetzt wird spannend. Wir gehen zum Ende der Saison und dann gucken wir, was abgeht. Wer das beste Rating hat und wer hier rausfliegt gleich für das vorletzte Spiel. Wir sind jetzt hier am 29. Juni 2022. Es wird jetzt eine Entscheidung fallen. Die schlechtesten 4 Spieler gehen raus. Dann bleiben nur noch 4 Spieler für das vorletzte Spiel übrig. Wir gucken in die Wunschliste rein. Wer hat sich erstmal am besten entwickelt? Neymar ist plus 4 gegangen. Genauso wie Lukaku und Haaland und auch Sadio Mané, aber der hat ja mit 82 gestartet, das heißt, der ist plus 3 gegangen. Wir müssen leider direkt schon sagen, mein Lieblingsspieler Ronaldinho zusammen mit Diego ist leider raus. Der ist in der ganzen Saison ZOM-Position leider nur plus 1 gegangen. Das ist der erste, der hier leider rausfliegt. Und Sadio Mané hat ja 3 Gesamtstärken dazu bekommen. Das heißt, Pelé, Puskas und Garrincha fliegen auch raus. Damit bleiben jetzt nur noch Mané, Haaland, Lukaku und Neymar übrig. Keine einzige Legende. Das hätte ich nicht erwartet. Gut, dann gehen wir jetzt zum vorletzten Spiel. Ihr seht hier die Teams, bei denen die Spieler eben auch schon waren. Ihr seht auch Neymar bei diesem Team aktiv, hat einen halben Stern Vorteil. Aber das haben wir ja per Zufallsding jetzt ausgelost. Deswegen sollte das kein Problem sein. Es wird jetzt insgesamt 6 Partien geben. Und zum Beispiel Neymar oder Haaland müssen sich auch ein bisschen auf ihre Teamkollegen verlassen. Also ein bisschen Teamspiele müssen wir hier auch mit dabei haben. 3:3 geht das erste Spiel aus. Neymar macht einfach einen Dreierpack. Ich würde auch sagen, der beste Spieler von den Scorern her wird safe weiterkommen. Zweites Spiel. Mané gegen Lukaku. Keine einzige Legende. Ich bin immer noch verwundert. Keiner davon macht ein Tor. Lukaku verschießt sogar einen Elfmeter. Mané wird sogar zur Halbzeit ausgewechselt. Was ist das denn? Okay, da wird einfach ein 89er ausgewechselt. Nächstes Spiel. Mané gegen Neymar. Wir gucken mal, ob Neymar immer noch so in heftiger Form ist. 3:0. Die sind natürlich auch das beste Team. Da haben sie natürlich einen richtigen Vorteil. Mané trifft schon wieder nicht. Und jetzt Lukaku gegen Haaland. Wir gehen rein, gucken direkt. 2:2, Lukaku trifft einmal, Haaland trifft einmal, Haaland trifft sogar zweimal. Also bei Mané läuft es noch gar nicht gut, denn das Team hat einfach 0 Punkte geholt. Neymars Team ganz vorne. Und jetzt kommt es sogar zum Duell. Erster gegen Zweiter, Lukaku gegen Neymar. Und Neymar kann das Duell für sich entscheiden, auch wenn er kein einziges Tor macht und Lukaku hier ein Tor macht. Nach diesem Spiel ist Halbzeit. Haaland jetzt gegen Mané, 0:0. Keiner schießt ein Tor, beide teilen sich einfach den Punkt. Haaland wird ausgewechselt, Mané glaube ich auch. Es sieht ganz danach aus, als würde Neymar ganz, ganz sicher ins Finale kommen. Aber die Frage ist, wer wird der Finalgegner? Aber es kann natürlich auch noch alles passieren. Wir haben erst die Halbzeit, jetzt geht es mit der zweiten Halbzeit los.
2:1, Neymar verliert, macht ein Tor, aber verliert das Spiel. Tabellenführer bleibt aber gleich, könnte sich jetzt aber gleich ändern. Lukaku gegen Mané, das nächste Gigantenduell wieder hier vor der Tür, 2:1. Lukaku macht ein Tor. Okay, Lukaku und Mané macht jetzt auch ein Tor. Lukaku richtig on fire. Hat jetzt insgesamt 3 Tore und da schmuggelt sich nochmal einer aus dem Neymar-Team hier rein mit 4 Toren. Das ist schon ein bisschen frech bei diesen ganzen guten Spielern. So, 2 Mannschaften mit 7 Punkten. Neymar darf natürlich nicht nochmal verlieren hier im vorletzten Spiel für Neymar. Jetzt gegen Lukaku. Im direkten Duell Neymar macht. Verschießt einen Elfmeter, aber macht 2 Tore. Richtig stark. Lukaku macht kein Tor. Neymar hatte Glück mit seiner Mannschaft. Einen halben Stern mehr, aber der hat auch richtig gut performt. Einfach als Stürmer 6 Tore gemacht. Dass der ins Finale geht, ich glaube, das ist schon eine safe Sache. Aber wer wird sein Finalgegner? Mané, Haaland, die beiden stehen natürlich noch neben Lukaku zur Auswahl. Und hier macht keiner einfach mal ein Tor. Neymar hier mit dem Torrekord. Ja gut, der Wettbewerb wurde ja auch gerade hier vor 3 Sekunden erst eröffnet. Deswegen jetzt nicht so die Schwierigkeit. Wir gehen jetzt in die letzten Spiele rein, um das Finale hier zu entscheiden. Wer wird der erste Battle Royale-Sieger hier auf dem Kanal? Neymar. Ganz hoher Favorit. Mané will aber natürlich auch noch ein bisschen dazwischen grätschen und ins Finale kommen. Der macht aber hier ein Tor. Okay, Neymar trifft auch. 2:2. Also Neymar ist safe durch, aber was wird bei den anderen passieren? Das ist jetzt die spannende Frage. Ihr könnt auch gerne weitere Minigames oder so Sachen, wo man das quasi entscheiden kann, in die Kommentare schreiben, wie gesagt. Das ist dann die erste Folge. Wenn ihr das richtig abfeiert, dann wird es eine zweite Folge geben. Da machen wir so eine kleine Serie draus. Jetzt Haaland gegen Lukaku. Ich weiß noch gar nicht, ob das da jetzt das letzte Spiel ist. 3:3 geht es aus. Haaland trifft einmal, Lukaku trifft aber 3-mal. Okay, und das wird jetzt richtig spannend zu sehen. Ist es das letzte Spiel? Ich glaube, es ist das letzte Spiel. Es war das letzte Spiel. Neymar kommt safe weiter als erster hier mit der Mannschaft und natürlich mit 7 Toren. Mané ist schon mal raus. Letzter mit seiner Mannschaft und auch so richtig wenige Tore. Wir können uns ja mal angucken, wie viele Tore der gemacht hat. 2 Tore nur, das reicht natürlich nicht. Also Mané ist raus, Haaland oder Lukaku. Wir wollen so ein bisschen beides mischen. Die Tabellenposition und auch, wer die meisten Tore gemacht hat. Lukaku ist auf dem 3. Platz mit seiner Mannschaft, hat aber mehr Tore gemacht als Haaland und hat deutlich mehr Tore gemacht als Haaland. Einfach die doppelte Anzahl. Und weil wir das jetzt nicht so ganz klar vom Anfang an gesagt haben, was jetzt wichtiger ist, Tabelle oder Top-Torjäger, da haben wir jetzt beide so ein bisschen gemischt gemacht, müssen wir da nochmal entscheiden, wer kommt ins Finale, Lukaku oder Haaland. Wir werden dafür wieder zurück in die Karriere gehen, hier zu Real Madrid und wir werden Lukaku und Haaland in die Mannschaft packen. Wir haben jetzt direkt ein Spiel gegen Manchester United im Vorbereitungsturnier bzw. Paris und danach Manchester United. Wir werden beide Spiele simulieren und wer mehr Tore macht in den Spielen, der gewinnt das ganze Ding. Wir gucken in Spiel 1 rein. Mit Paris hier, das trifft einfach mal keiner. Haaland wird sogar ausgewechselt, perfekte Sache. Wer schießt jetzt das entscheidende Tor fürs Finale? Es wird Haaland. In der ersten Minute legt er mal direkt los und kommt ins Finale gegen Neymar. Und wir sind jetzt hier im Finale mit Haaland und Neymar. Neymar hat natürlich hier ein bisschen den Nachteil, dass er nicht als Stürmer spielt. Deswegen habe ich hier mal die rechte Flügelposition eingestellt, hier mal ZOM-Position. Also irgendwo sollte er dann schon irgendwie spielen. Ich hoffe, der wird spielen. Also, der wird auf jeden Fall spielen. Ist nur die Frage, wo. Stürmer wird dann natürlich ein bisschen den Abzug bekommen. Also, kleiner Vorteil für Haaland. Aber wir gucken uns die ganze Geschichte mal an. Hier bei Greuther Fürth, wo wir auch den Torwart mal auf 96 gemacht haben. Wir haben uns auch mal in die Champions League gepackt. Haben wir Dortmund rausgepackt und in die Todesgruppe mit Paris und City gepackt. Ja, und jetzt gehen wir in die Saison, in das Finale. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es geht darum, wer mehr Scorer macht. Also insgesamt Scorer, also Tore und Vorlagen zählen gleichermaßen. Falls wir irgendwie in ein Finale kommen sollten, dann zählt ein Tor im Finale nochmal mal 3. Aber natürlich jetzt hier nicht solche Vorbereitungsfinals oder sowas in die Richtung, das natürlich nicht. Aber wir gucken mal, so um ein Gefühl zu bekommen, wer hier die meisten Tore macht nach dem Vorbereitungsturnier. Und das ist, würde ich sagen, eine kleine Überraschung. Neymar macht mehr Tore als Haaland, obwohl er da nicht auf der richtigen Position wahrscheinlich spielt. Aber es wird ein richtig spannendes Battle. Ich würde sagen, wir gehen immer so 2 Monate weiter und gucken dann, wie sich das Ganze hier entwickelt. Erste beiden Monate hier direkt um. Champions League haben wir auch gespielt. Einige Tore haben wir geschossen. Die Frage ist natürlich, wir sind hier auch auf dem 5. Platz in der Liga. Das ist eine gute Sache. Und die Frage ist natürlich, wie sich unsere Spieler geschlagen haben hier im Finale. Neymar einfach mit 11 Scorern momentan. Haaland nur mit 6 Scorern, ist sogar gesperrt für das nächste Spiel. Okay, Haaland, ich weiß nicht, was hier gerade mit Haaland passiert. Da hätte ich nicht gedacht, dass er als Stürmer
so wenige Scorer macht. Aber es wird natürlich erst am Ende entschieden, wenn die Saison vorbei ist. Deswegen gehen wir jetzt mal direkt an den 1. Januar. Vielleicht hat sich da irgendwas verändert. Wir sind jetzt am 1. Januar. Ballon d'Or-Sieger ist natürlich keiner von den beiden durch den Wechsel geworden. Das wird ja in der ersten Saison immer Lewandowski, Messi oder Ronaldo. Wir sehen in der Tabelle 8. Platz. Aber das ist noch relativ egal. Haaland ist hochgegangen, Neymar bleibt auf der 91, wir gucken direkt in die Statistiken rein, wo Neymar immer noch vorne ist. Aber wir wissen alle, dass Haaland sehr, sehr ungerne verliert. Achtelfinale in der Champions League sind wir mit dabei und es gibt ja auch noch ein Pokalfinale. Falls Haaland da zum Beispiel einen Doppelpack schnürt, dann könnte es auch nochmal richtig spannend werden. Und wir sind hier auch leider gegen Real Madrid in der Champions League rausgeflogen, das heißt, da kann keiner mehr Punkte sammeln, aber im DFB-Pokal sind wir noch drinne, spielen wir gegen Dortmund. Die haben sich einfach mal ein paar Legenden als Ersatz hier geholt. Nesta direkt zweimal, einmal zwei verschiedene Versionen. Sola haben sie sich geholt, Hadji haben sie sich geholt, also ordentlich verstärkt. Neymar und Haaland jetzt hier in der Doppelspitze. Jetzt zählen die Tore natürlich noch nicht doppelt. Erst im Finale, aber die Frage ist, kommen wir überhaupt ins Finale? Das werden wir jetzt direkt beantworten. Wir kommen ins Finale, Haaland trifft doppelt. Neymar trifft auch einmal. Wir gucken uns jetzt noch einmal, bevor wir davor ins Finale gehen, die Statistiken an. Am 21. April sind wir hier 7. der Tabelle. Aber es gibt natürlich noch was Interessanteres. Das sind hier die Statistiken. Und da gucken wir direkt, ist Neymar immer noch vorne? Ja, Neymar ist immer noch vorne, aber es wird ein bisschen enger. Es wird ein bisschen enger. Also ein Finale könnte später richtig entscheiden. Haaland hat sogar jetzt ein Spiel mehr. Neymar einfach mit 7 gelben Karten insgesamt. Ja, und Haaland auch mit 6 und einer roten Karte. Müssen wir nächstes Mal vielleicht auch mit einbeziehen, so gelbe und rote Karten, dass das vielleicht auch noch irgendwie zählt oder sowas in die Richtung. Gerne eure Kommentare oder eure Vorschläge in die Kommentare, wie wir das noch upgraden können. So, Finale gegen Bayern München. Ohne jetzt die richtigen Statistiken zu kennen, werden wir reingehen ins Finale. Wie gesagt, wenn jetzt natürlich jemand hier trifft, dann zählt die Tore doppelt, also die Tore, die er hier in diesem Spiel macht. Eine Sache wollte ich noch mal kurz sagen, das ist sehr, sehr inspiriert von Beefheart Lancer, ein amerikanischer YouTuber. Ich habe versucht, viele eigene Spiele hier mit reinzubringen, also eigentlich die Hälfte oder so ist komplett selbst erfunden jetzt hier in die Richtung, aber wie gesagt, schreibt eure Dinger damit rein, damit wir jetzt hier so eine richtige Serie draus machen können. Und jetzt gehen wir rein in das letzte Spiel. Die beiden Spieler haben noch eine Chance, jetzt hier an ihrer Statistik zu arbeiten. Wir wissen nicht, hat Haaland vielleicht Neymar direkt schon überholt? Wir wissen jetzt auf jeden Fall, ob wir gewinnen. Nein, wir verlieren das Spiel. Neymar macht aber ein Tor. Und das zählt mal 3. Oder doppelt. Wir gucken erstmal, ob das relevant ist. Ich habe wieder zwei verschiedene Sachen gesagt. Also, mal 2 zählt es mindestens. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was ich zuerst gesagt habe. Wir gucken mal in die Tore. Wir werden es kurz erstmal so machen. Neymar, 26 Tore, 9 Vorlagen. Da brauchen wir gar nicht mehr so lange zu rechnen. Neymar hat das erste Battle hier gewonnen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst einen Like da und natürlich ein Abo, falls ihr hier keine Videos von dieser Serie und von anderen Serien wie Sprint to Glory und so weiter verpassen wollt. Ihr könnt euch jetzt auch gerne ein weiteres Video angucken. Schaut mal auf dem Kanal vorbei oder schaut jetzt hier auf dem Kanal, also hier im Video vorbei. Da sind 2 Videos verlinkt. Schaut rein, wir sehen uns beim nächsten Video. Eure Kommentare gerne in die Kommentare, eure Vorschläge in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ciao.